Der 9. November 1918, ein Schicksalstag der deutschen Geschichte. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie ihn erlebt haben? Ja, den können Sie noch erinnern. Ich war Student in Berlin, als Schüler. Der neue starke Mann ist Friedrich Ebert, schon der Führer der SPD-Fraktion im Alten Reichstag. Was hatte er für Ziele? War er ein Revolutionär? Na, er war kein Revolutionär und er war ein sehr angesehener Mann. Er war sozusagen das Gütesiegel der Linken und von dem sicher war, dass er seine Sozialdemokratie in den neuen Staat, in die neue Republik, dies ja nach der Flucht des Kaisers und dem Ende der Monarchie ja jetzt bildete, dass er Ebert diesen Staat zu Ansehen und zu kräftiger Fortentwicklung führen würde. Thank you.